Die Baselbieter Wirtschaftskammer. Mit über 10.000 Mitgliedern und 100 Organisationen die größte kantonale Wirtschaftsorganisation der Schweiz. Die Anfänge des mittlerweile über 125-jährigen Verbandes gehen auf das Jahr 1887 zurück. Am 11. September versammelten sich rund 60 Personen im Restaurant Schlüssel in Liestal. An jenem Ort, wo sich heute der Coop im Stabhof befindet, wurde die Gründung des Gewerbeverbandes Basel-Land beschlossen. Was waren die Motive? Das Baselbieter Staatsarchiv in Liestal. Hier werden die Gründungsprotokolle des Gewerbeverbandes aufbewahrt. Staatsarchivarin Regula Nebiker zeigt die Originaldokumente. Die Baselbieter Wirtschaft habe seit der Loslösung von der städtischen Herrschaft unter strukturellen Defiziten gelitten. Man hat gemerkt, dass eigentlich mit der Handels- und Gewerbefreiheit nach der Aufhebung des Zunftzwangs, der im alten Kanton noch gegolten hat, ist es ein Wildwuchs geworden. Und quasi jeder hat ein bisschen gemacht, was er wollte. Und das Handwerk ist mehr oder weniger verlottert gewesen. Und das war ein Grund, warum viele Leute auch schon in den 40er Jahren wollen eigentlich die Bildung, die Handwerksausbildung verbessern, weil sie auch eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Leute wollen herbeiführen. Wie heute gehörte auch in den Anfangsjahren die Lehrlingsausbildung zu den Kernanliegen der Verbandsmitglieder. Die Berufsschau ist gerade, also in kurz ein paar Seiten weiter sieht man, dann ist eine Berufsschau organisiert worden, respektive eine Ausstellung der Lehrlingsarbeiten. Und da ist minutiös aufgeschrieben, welche Lehrlinge, welche Lehrbetriebe mit welchen Lehrlingen was ausgestellt haben. Auch zahlreiche Gewerbeausstellungen wurden im Kanton durchgeführt. Hier die Liste einer Ausstellung in Liestal. Der Vorstand des Gewerbeverbandes setzte sich aus Handwerkern, Unternehmern und Politikern zusammen. Der Regierungsrat war sowohl mit einem amtierenden als auch einem ehemaligen Mitglied vertreten. Daraus kann man auch schließen, dass die Regierung auf relativ viele Hoffnungen in die Entwicklung von dem gesetzt hat und dass wahrscheinlich damals der Staat weniger eigene Möglichkeiten hatte, sondern für die Entwicklung von so etwas eben auch private Initiativen hat müssen fördern und auch aktiv gefördert hat. Es war übrigens auch der Regierungsrat persönlich, der das Protokoll der Vorstandssitzungen schrieb. Das waren noch Zeiten.